Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir was ganz Besonderes. Wir sind nämlich bei The Hunter in Karlsruhe. Das ist ein Vintage-Secondhand-Laden. Und da ist heute ein Event, das heißt Music, Coffee und Vintage-Event. Und da sind wir als Fotografen dabei und machen so kleine Mini-Fotoshootings, weil hier sind die schönsten Räume, die coolsten Möbel und generell freuen wir uns mega dabei zu sein. Danke, liebe Anna, dass wir dabei sein dürfen. Und ja, wir quatschen jetzt einfach mal Leute an und fragen die, ob die so Bock haben auf so Mini-5-Minuten-Fotoshootings. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Wie ihr sehen könnt, waren wir bei dem Event dabei und zwar wurde das veranstaltet von der lieben Anna. Sie ist die Besitzerin von dem Vintage Store The Hunter und im Hintergebäude von The Hunter gibt es so ein richtig schönes Möbellager und dieser eine Raum, in dem wir uns die meiste Zeit befunden haben, ist wirklich perfekt zum Fotografieren, weil das eine riesengroße Fensterfront und durch die Front kommt so richtig schönes indirektes Licht rein. An dem Tag war auch wirklich perfektes Wetter dafür und der Raum sah super gut aus. Das Licht war schön gerichtet, aber eben auch nicht so hart. Und deshalb hatten wir wirklich die Möglichkeit, da das richtig gut auszunutzen. Es war total spannend, wenn man einen Tag lang, also wirklich von vormittags bis abends, immer wieder denselben Raum hat. Und was sich verändert, ist ja eigentlich nur das Tageslicht, weil wir hatten keine Lampe an und die Menschen, die man vor der Kamera hat. Und trotzdem sind die Bilder extrem verschieden und extrem bunt geworden, obwohl wir die gleiche Location hatten und es war wirklich außergewöhnlich. Beim Posing haben wir übrigens immer darauf geachtet, dass wenn zwei Personen auf einem Bild sind, dass die Posen nicht gleich sind, also dass wir auf jeden Fall irgendwas haben, was sich unterscheidet, damit es nicht zu gestellt aussieht. Natürlich wirkt es trotzdem gepost, aber wenn die halt nicht beide gleich sind oder so zu angespannt sind, die Posen, dann wirkt es natürlicher und könnte auch ein ganz normaler Moment gewesen sein, wo die beiden Personen dann da stehen oder sitzen. Ja, später sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir auch mal die Person auf dem Boot setzen könnten und das haben wir dann gemacht und es sah so cool aus, weil wir dann eben die beiden Personen auf verschiedenen Höhenebenen haben und das macht natürlich das Bild dann auch noch mal ein bisschen dynamischer. Was wir hier auch zum ersten Mal, glaube ich, gemacht haben, oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gemacht, ich glaube nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, komplett in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Also ich habe vor Ort alles nur in Schwarz-Weiß gesehen und habe danach wieder ein paar farbige Bilder zurückgenommen in der Bearbeitung. Aber ich finde gerade so, wenn man mit natürlichem Licht arbeitet und versucht, die Schatten gut zu sehen und zu gucken, wie gut ist der Hintergrund belichtet, dann macht es richtig, richtig Spaß, in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Und ich finde auch, wenn man den Models dann das Bild zeigt auf der Kamera, kommt es einfach besser, wenn es schwarz-weiß ist, als wenn es ein buntes Bild ist. Weil das Schwarz-Weiß-Bild entspricht ja viel mehr dem Finalergebnis, als wenn ich ein buntes Bild habe, wo dann überhaupt nicht meine Farbbearbeitung drauf ist, sondern einfach nur RAW aus der Kamera. Deshalb glaube ich, werde ich das in Zukunft öfter mal beibehalten, einfach komplett in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Weil die Farben sind da, die kann ich später verändern und es hat super gut funktioniert. Was jetzt aber nicht heißt, dass jedes Bild in Schwarz-Weiß besser aussah, also das finde ich überhaupt nicht, deshalb haben wir trotzdem noch einen ganz coolen Mix. Wir sind super zufrieden mit den Fotos, es hat super viel Spaß gemacht, weitwinkliger zu fotografieren. Also ich habe hier dann praktisch die Kamera näher dran gehalten und habe auf 28 mm öfters mal fotografiert. Das habe ich ja früher nie gemacht, aber ich finde gerade zu diesem Raum
zu den Personen, zu dem Licht passt einfach der weitwinklige Look viel besser. Und zurzeit, wie gesagt, hat man in den letzten Videos auch immer mal wieder gemerkt, dass ich da einfach Spaß dran habe, weitwinkligere Fotos zu machen. Die Bilder haben wir übrigens in digitaler Form übergeben, und zwar mit der Plattform PicTime. Da haben wir an alle, die vor Ort mitgemacht haben, einen QR-Code rausgegeben, und mit Hilfe dieses QR-Codes konnte man sich dann auf der Website einloggen, und so konnten alle ihre Bilder selber runterladen, und es war möglichst einfach und hat gut funktioniert, und das werden wir auch beibehalten für die nächsten Events, wo wir einfach unterwegs sind und random Leute fotografieren, die gerade zufällig da sind, weil es lässt sich einfach nicht anders planen. Was wir auch gemacht hatten, wir hatten noch einen Vertrag dabei, wo alle, die mitgemacht haben, unterschreiben mussten, dass die später auch nur ihre eigenen Fotos runterladen und nicht irgendwelches Zeug anstellen mit den Fotos von anderen Personen. Und wir haben zumindest bewusst, also ich habe es nicht mitbekommen, dass wir irgendwelche minderjährigen Personen fotografiert hätten. Ich glaube auch nicht im Hintergrund, und haben darauf geachtet, dass wir da einfach keine Fotos von Minderjährigen hochladen. An der Stelle bleibt mir jetzt nur noch mal zu sagen, danke an alle, die mitgemacht haben. Es war wirklich unglaublich, dass ihr alle da so gut mitgemacht habt. Man hat auch für uns gemerkt, dass man einfach den Raum besser kennenlernt, natürlich, wenn man den ganzen Tag da fotografiert, genau weiß, welche Lichter, welche Ecken, wann, wo am besten sind. Und natürlich danke an die liebe Anna von The Hunter Vintage Store in Karlsruhe, die dieses wunderschöne Event veranstaltet hat. Es war nämlich sehr schön, wir waren ja nicht die Einzigen, die da waren. Es gab noch ganz viel Tolles zu entdecken, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, gerne wieder, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!